Tommy, und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront 2 und zwar diesmal den neuen Koop-Modus hier. Und wir spielen natürlich auch Felucia. Wo denn auch sonst, liebe Leute, wo denn auch sonst? Wir spielen hier mit ja, drei Randoms. Man kann das auch ganz allein einfach online suchen und findet dann halt einfach irgendwelche zufälligen Mitglieder, die da mitspielen können. Und wir sind hier die Angreifer, so wie es ausschaut. Ja, wir sind die Angreifer. Von daher mal schauen, ob wir das hier alles so eingenommen kriegen. Oh mein Gott. Überall Feinde. Okay. Wir versuchen mal, ich weiß gar nicht, wo sind meine Teammates jetzt angelaufen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Da ist einer von denen. Okay, wir gehen auf jeden Fall mal hier lang mit dem. Versuchen hier den A-Punkt einzunehmen. Wir müssen, glaube ich, jedes Mal immer einen Kommandoposten wenigstens einnehmen, damit wir hier weiterrücken können, damit wir hier voranrücken können. Den Angreifermodus habe ich so noch nie gespielt. Ich habe bis jetzt diesen Modus nur als Verteidiger einmal spielen dürfen. Auf der Gamescom und das war eigentlich ganz cool. Und jetzt spielen wir hier, wie gesagt, den Koop-Modus einfach mal mit irgendwelchen Randoms hier auf Felucia. Felucia, natürlich die neue Map, habe ich jetzt auch schon mehrere Videos zu gemacht. Ist einfach brillant, wie ich finde. Wir spielen übrigens jetzt mal wieder auf der PlayStation. Die anderen beiden Videos waren ja auf dem PC entstanden. Und die dauern ganz schön lange einzunehmen, ne? Damit die Gegner wahrscheinlich auch gute Chancen haben, hier nochmal zu verteidigen. Irgendwelche Einstellungen oder sowas konnte man hier übrigens nicht machen. Also jetzt nicht irgendwie die Schwierigkeit bestimmen, dass man sagt, hey, das soll jetzt hier auf... Oh mein Gott. Das soll jetzt hier auf leicht oder mittel oder schwer oder sowas. Nee, das ging nicht. Kämpfe den Kommandoposten. Hier war doch eben einer, der hat mir den Rücken geschossen. Wo ist denn der hingelaufen, sag mal? Verstecken die sich hier irgendwo? Kämpfe um den Kommandoposten, ist immer noch angesagt. Da ist einer. Will natürlich hier versuchen, möglichst lange zu überleben, aber halt auch irgendwie die Dinger einnehmen, ne? So. Scanner-Infanterie. Auf jeden Fall ein richtiger Ansturm an Gegnern hier, ey. Also das macht schon Spaß. Geht natürlich alles nur online. Für die Leute, die wieder fragen werden, hey, ist der Koop-Modus auch offline möglich? Nee, der ist nur online spielbar. So, den ersten Punkt haben wir jetzt. Jetzt müssten wir eigentlich vorrücken können, wenn ich mich nicht irre. Wir gehen mal ins kurze Respawn. Ich will mal irgendwas anderes nehmen als die normalen Standardtruppler. Denn wir haben doch jetzt 6000 Punkte. Wir haben doch 6000 Punkte verfügbar in sieben. Wir könnten einen Helden nehmen, wir könnten ein Kommando nehmen. Wollen wir erstmal einen Helden nehmen? Ich weiß es nicht genau. Komm, wir nehmen erstmal ein Kommando. Ich denke mal, ein Helden wird bestimmt sonst auch einer der Leute hier nehmen. Und ich denke mal, das wird auch gar nicht so schwierig sein, irgendwann noch mal einen zu kriegen. Oder ich hoffe es zumindest. Ne? Mal gucken. Mal gucken. Erstmal, wir nehmen natürlich erstmal ein Kommando, denn die sind ja komplett neu im Spiel. Und die wollen wahrscheinlich auch die meisten Leute hier sehen. Deswegen auf. So, nächste Phase. Jetzt können wir insgesamt nur noch zwei Punkte angreifen. Ist also so, dass immer ein Punkt weniger angreifbar ist wahrscheinlich. Und dann muss man sich jetzt hier eigentlich natürlich absprechen, wegen, hey, wir gehen jetzt zu A oder wir gehen jetzt zu B. Dann muss man ein bisschen gucken, wo gehen denn die Teammates hin? Was wollen wir attackieren? Was wollen wir vielleicht antäuschen? Oder wollen wir irgendwo antäuschen? Wollen wir irgendwo direkt drauf? Was ist unser Ziel? Ich will jetzt hier gerade Richtung, ich glaube, das ist A, ja. Richtung Dorf. Richtung Dorf. Okay, mein Teammate rennt da mit der Shotgun rein. Das ist ganz gut. Ich versuche mir ein bisschen Deckung zu geben. Und ich kann hier auch mal... Hey Leute, hinter euch. Ich kann hier auch mal ganz kurz die Heilungsfähigkeit oder diese Schildfähigkeit einsetzen, dass sie weniger Schaden nehmen, meine Freunde. Panzerbrecher-Muni rein. Ein bisschen zurück. Und Feuer. Wo ist hier noch einer? Wo ist hier noch einer? Da oben. Die sind aber auch flink, du. Die sind aber auch flink, du. Und die halten gut was aus, die Gegner. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, hier so mehr oder weniger dieses Kern, den Kernbereich zumindest eingenommen. Wir können jetzt hier mal versuchen. Oh mein Gott, da sind ja noch einige. Das werde ich so nicht überleben können, wahrscheinlich. Oh, überall Granaten. Nein! Schade. Da sind aber wirklich einige Gegner. Aber richtig, richtig viele. So, verfügbar in 7. Wir können ja mal gucken, ob jetzt einer gerade der Teammates einen Helden nehmen möchte. Sonst würde ich den vielleicht mal nehmen, einfach. Wir nehmen mal den Meister Yoda. Der wurde ja ein bisschen verändert. Und ich denke... Meister Yoda ist ganz gut auf Felucia. Mal gucken. Wir gehen nochmal zu A. Den Fortschritt verliert man einigermaßen. Ein bisschen zumindest haben wir verloren. Wahrscheinlich werden wir jetzt hier eine ganze Zeit lang nicht angreifen und nicht reinkommen. Würden wir irgendwann den kompletten Fortschritt verlieren. Die Zeit verlängert sich aber auch immer wieder, wenn wir den Punkt eingenommen haben. Wir haben jetzt nur noch 4 Minuten. Hört sich erstmal noch wenig an, aber wie gesagt, das verlängert sich auch einfach... Das verlängert sich aber auch... Wow, habe ich viel Schaden genommen gerade. Das verlängert sich aber auch einfach wieder, wenn wir... Meine Güte. Wenn wir den Punkt eingenommen haben, dann würde das wieder alles ein bisschen höher gehen. Und ich merke schon, das ist hier kein Zuckerschlecken. Ah! Oh, da hat es aber ein bisschen gehakt, muss ich sagen. Da ist irgendwie die Granate plus Pilzexplosion plus dies plus das plus jenes. Hat auch ein bisschen dafür gesorgt, dass es da ein wenig gehakt hat. Wir können auch einen Panzer nehmen, sehe ich gerade. Das ist interessant. Den nehmen wir doch gleich mal.
Ich glaube, damit können wir da ordentlich aufräumen, oder? Gerade in diesem offenen Gebiet. Man muss auch ein bisschen gucken, dass man hier taktisch vielleicht ein wenig klug rangeht an die ganze Sache. Denn ich will ja das Ganze ja auch möglichst gewinnen. Na, das ist ja gar nicht hier, das Barrage. Ich wollte das hier einsetzen. Mann, ey, der Typ neben mir nervt. Boah, das sind so viele. Okay, jetzt haben wir hier aber wieder ordentlich aufgeräumt gerade. Ah, den Hang runterschießen ist schwierig mit dem Panzer. Alter, das ist ja ein Ansturm an Feinden, sag mal. Ich glaube, wir haben hier auch schon wieder irgendwo einen Helden von uns. Oder war das jetzt gerade das Geräusch von dem Kommando? Ich glaube, von dem Kommando war das. Okay. Haben wir den? Den haben wir, glaube ich. Ich glaube, jetzt können wir es wirklich mal langsam einnehmen. Jetzt haben wir aber auch gerade wirklich unfassbare Mengen an Gegnern weggepfeffert hier mit dem Panzer. Bin leider total überhitzt bei allem. Na, die sind ja alle hinter mir. Ich dreh mich einfach mal ein bisschen im Kreis und schieße dabei. Nein, das war jetzt nicht so schlau. Jetzt habe ich hier wieder mal nicht so eine gute Position, um da runter zu treffen. Jetzt geht's nochmal. Okay. Und meine Güte, das wird ja... Das wird wirklich anstrengend werden. Das wird wirklich anstrengend werden, hier die letzte Phase zu schaffen, ha? Weil das ist jetzt ja gerade erst die zweite. Hiernach kommt noch eine, Leute. Hiernach kommt nochmal der noch schwierigere Angriff. Und man kann natürlich hier immer als Angreifer und Verteidiger spielen, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Wir spielen natürlich gerade die Angreifer, die Republik. Die Verteidiger sind in diesem Fall hier... Oh, jetzt haben wir den guten Kenobi. Die Verteidiger sind in diesem Fall tatsächlich dann die Separatisten. Oh, wow, 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 wow. Und wenn man das jetzt hier... als Separatist spielt, wäre man dann selber der Verteidiger, ne? Also es kommt dann ein bisschen auf die Map an, ob man Verteidiger oder Angreifer ist. Jetzt müssen wir hier erstmal nur ein bisschen aufräumen. Der gute Kenobi, der räumt hier sowieso schon gut auf. Das klappt doch alles perfekt, würde ich sagen. Das sieht sehr, sehr gut aus. So, wo ist der nächste Punkt? Nummer 2, okay. Es sind gar nicht die letzte... Oder ist es die letzte Phase? Ich weiß es nicht. Es sieht oben so aus, als hätten wir dann gewonnen, ne? Schick, schick. Okay, ich gehe mal zur Farm rüber. Ich glaube, der Kenobi und die anderen Leute sind alle woanders. Sind egal, vielleicht kann man hier auch irgendwie so ein bisschen antäuschen. Nee, Kenobi ist auch hier. Oh, der wird gar nicht... Ah doch, jetzt wird er auf der Map angezeigt. Ich habe erst gedacht, warum wird denn der Mini auf der Map nicht angezeigt? Aber doch, doch. Wird er. So, wir könnten theoretisch sogar noch einen Helden nehmen. Es ginge zwei Helden in einem Spiel gleichzeitig. Machen wir das auch gleich mal. Hey, ich hätte R2 sagen sollen, dass er das Schiff startbereit hält. Cool, das ist ein neuer Spruch. Den habe ich, glaube ich, noch nicht gehört. Finde ich nice. Okay, Obi-Wan hat hier gut eingenommen. Wenn man da drüber läuft, passiert da was? Nein. Ich hab mich jetzt eigentlich auch gewundert. Vorhin ist es bei Yoda einfach so geplatzt direkt. Okay, der Punkt hier scheint einfacher als das Dorf zu sein. Oh, jetzt, Leute. Ja, Anakin, par excellence. Zwei Fähigkeiten, 7 Kills oder was das ist. Naja. Ne? Und so. Der dürfte es sehr leicht machen, manche Stellen. Der hat wahrscheinlich auch die Stelle in der Mitte sehr leicht gemacht mit seiner heroischen Stärke. Oh, da haben wir ein Kommando-Druide. Wir haben noch keinen gegnerischen Helden übrigens gesehen, was mich ein bisschen verwundert. Gegner haben bis jetzt nicht viele verschiedene Einheiten genommen. Eben außer diesen Kommando-Druiden. Da kommen ein paar. Am A kriegen wir ja wohl. Oh, da liegt einer unserer toten Freunde. Ich guck mal nach hier unten. Der Obi-Wan hält da ab. Hier unten sind aber eben vorhin auch noch welche gekommen. Ne? Deswegen, solange wir das hier alles einnehmen und erobern, ist ja alles gut. Gucken wir nochmal von hier oben drauf. Ah, jetzt bin ich nicht mehr im Gebiet drin. Wir nehmen nicht mehr ein. Komm, wir müssen auch einnehmen. Das ist ja irgendwo das Hauptziel, dass man hier den Punkt einnimmt. Es geht ja hier nicht um Kills eigentlich. Sondern wir wollen ja natürlich das Ding gewinnen und hier die Punkte alle schön einnehmen, damit wir den Planeten erobern. Hallo, wie geht's denn so? Jetzt kann der Spaß anfangen. Na, hier kommt aber kein großer Ansturm drauf. So, und jetzt ist die Frage, haben wir es jetzt schon geschafft oder kommt noch einer? Es kommt noch einer anscheinend. Reichen, um die Separatisten ein für alle Mal zu zerschmettern. Ach, da dürfen wir noch nicht hin.
Ihr seid am Zug. Ein sehr weiser Jedi hat einmal gesagt, dass nichts durch Zufall geschieht. So, so. Nur ein Sith kennt nichts als Extreme. Wir werden einem die Emotes um die Ohren gehauen. Okay, letzter Punkt und der ist tatsächlich nur noch alleine. Jetzt ist wirklich viel. Lächerlich, lächerlich. Wie viele waren das bitte? Das ist ja der Hammer. Das wird jetzt, glaube ich, noch so eine Zeit lang ein bisschen hochticken. Der ganze Feed war voll rechts. Der ganze Feed war voll mit Anakin hat heroische Stärke eingesetzt. Heilige Mutter Gottes, wie viele sind das denn hier bitte? Das Chaos tut mir leid. Also da lohnt es sich am meisten. Es wird sich ja am meisten lohnen, irgendwelche Nähe zu nehmen, die wirklich dicke Flächenattacken haben. So ein Chewbacca, der... Ja gut, mit dem Stampfen. Mit dem Stampfen hätte man jetzt hier auch ordentlich abräumen können. Aber... Meine Güte. Da ist ja wirklich einiges umgefallen, Leute. So, jetzt sind alle Helden nochmal frei. Ich nehme nicht nochmal, wir nehmen ruhig mal Chewbacca. Nehme ich nochmal Anakin. Da haben wir sogar alle Helden einmal gehabt. Ich hätte jetzt gern gewusst, ob man noch mehr Helden danach nehmen kann, aber scheint mir ja nicht so. Aber meine Güte, habt ihr das gesehen? Wie die da auch alle standen. Ich bin auch direkt danach geplatzt, weil ich direkt von allen Seiten natürlich beschossen bin, weil ich da reingesprungen bin wie so ein Irrer. Aber meine Fresse. Da haben sie. Müssen wir noch ein bisschen was an den Spawnpunkten oder an den Laufwegen verändern. Die können sich doch nicht einfach alle da so hinstellen. Das ist ja wirklich, das ist quasi so ein richtiger Horde-Modus, ey. Wie viele hier ankommen, das ist ja echt unfassbar. Das ist wirklich ein Ansturm. Da gibt es hier keine kurzen Pausen mal, wo man hier mal keine Gegner sieht. Also gut, klar, wenn die Phase sich ändert. Jetzt nochmal rein da. Mit dem Stampfer des Todes. Bam. Guck mal, wie viele das sind in dem Feed. Guckt euch das mal an. Ah, der hat ja so ein fieses Loch, wo er sich drin versteckt. Chewbacca geht unter. Aber er nimmt euch alle mit. Chewbacca zieht sich zurück. Wir haben es gleich. Alter, ist das krass. Jawohl, da haben wir schon. Super, der Sieg. 112 Eliminierungen. Aber da war ja auch bestimmt ein Großteil durch diesen Anakin-Move. Das sieht geil aus. Durch diesen Anakin-Move. Alter, war das cool. Cool. Das war der neue Koop-Modus. Ich denke mal, ich konnte einigermaßen viel zeigen. Der gute Chewie auf Platz 1. Geil, meine Teammates haben das gut gemacht. Mit dem Obi-Wan habe ich ein bisschen rumspielen können. Das war immer ganz cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war's mit der Folge dazu. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und dann sieht man sich. Bis dann und ciao, ciao.